Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Will ich hoffen, das würde bedeuten, ihr habt letztes Mal zugesehen. Ja, ihr kennt die Antwort von mir, die ist Standard, ich weiß. Wir wollen heute mal ein bisschen Terraforming machen. Jedenfalls die Tana, ja? Die Tana. Ja, hallo. Der Zovarok, was wolltest du vielleicht? Ich gehe in meinem Keller. Im Keller, ich ne? Mein Keller fertig machen, ja. Er geht ja, im Keller lachen. Und ich hüpfe mal. Ich gehe heute wieder in mein Städtchen. Das habt ihr noch gar nicht gesehen. Das ist irgendwo da hinten. Und werde die Einwohnerzahl erhöhen. Also das heißt, ein paar Türen bauen und so ein Gedöns und ein paar Häuser vielleicht. Mit Türen machst du mehr Einwohner. Mit Türen mache ich mehr Einwohner. Die brauchen keine vernünftige Infrastruktur oder so. Die brauchen nur Türen. Die begehren Türen. Auch nicht schlecht. Also auch nicht schlecht. Oh. Ich steig mal. Oh, ein Messer. Messer. Oh, schön. Nemesis Z-Liederfüßer. Nee, kannst behalten. Ja, wenn ich meins wegschmeiße, das würde ich nicht wiederkriegen. So. Das wird der knallhart einstecken, ne? Jung? Nein. Da kenne ich nichts. Da kenne ich nichts. Ich weiß gar nicht. Nein, ich bitte dich. Niemals. Ich bitte dich. Würde ich nie tun. Vielleicht werde ich mir auch noch ein neues Pferd besorgen. Das hier ist nämlich ein bisschen lahm. Ja, wir müssen Zova auch nochmal ein neues besorgen, weil er hat eigentlich 10 Herzchen. Das ist besser als nix. Ja, stimmt schon, aber. Na. So. Bist genügsam, ne? Genau, so ist es nämlich. Genau. Chilliges Pferd. Das Pferd heißt Rainer Kalm und das ist lieber, anstatt zu laufen. Geil. Rainer Kalm und. So. Das toppt meinen Spacken um Weiten. Der Spacken ist aber auch geil. Ja. Spacken. Ja. Bring mal den Spacken aus dem Wintergarten. ja. Improvisiertes Tor hier, das muss mal weg. Ja. Und für die anderen, die heute leider nicht dabei sind, also der Markus ist heute nicht da, also der Touchable. Wir haben jemand Neues. Den stellen wir euch aber nächste Mal vor. Ich hoffe, ich komme da nicht. Ja, man sieht leider in meiner Aufnahme natürlich, wenn ich hier rumrenne, was der neue, unser neuer Herr gebaut hat. Mit unserem Kinzi zusammen. Ja. Das habe ich gar nicht gezeigt. Ja, ja, kannst du ja noch zeigen, wenn du wieder rüberkommst. Nächste Folge. Wobei es ist ja eigentlich, obwohl den baut zeigt er ja selber. Aber genau, machen wir nächste Folge. Ihr könnt gespannt sein, das sieht gut aus. Wenn ihr dazu heiß drauf seid und das unbedingt sehen müsst, bei der Tana. Ja, so sehen wird das, verlinkt. Die sehen ja nur stückweise. Aber ich freue mich auf das Video dazu, was der Matze gemacht hat. Und der Matze, genau, Matzes Live ist das, der bei uns neu mit drin ist. Was, oh, nee. Das wird herrlich. Ich freue mich. So. Was ist das denn hier im Weg? Gar nicht. Oh, hier ist ja gar keine Fackel drin. Oh mein Gott, schnell. Das ist natürlich doof. Kann ich nicht. Loch im Boden, das geht nicht. Weißt du, baut den Keller aus. Ey, da ist ein Loch im Boden. Oh nein. Bitte was? Dorfbewohner im Brunnen. Ah, blöden Dorfbewohner. Wie ist er überhaupt reingesprungen? Du baust gerade deinen Keller aus und sagst, flüsterst vor dich hin, da ist ein Loch im Boden. Ja, da war ein Loch in meinem Boden, das geht gar nicht. So, den ganzen Graskram hier mal weg. Sieht ja doof aus, wenn ich hier im Keller Rasen mähe. Das sollen die bei der 1.9 mal bitte einführen, dass man Dorfbewohner an die Leine nehmen kann. Echt? Das ist so nervig manchmal mit den Typen. Apropos, da können wir mal drüber sprechen, während wir hier gerade unsere Vorbereitungen und alles machen. Über die 1.9? Genau. 1.9? Dieses neue Minecraft, was kommen wird, ne? Was ja wie ein RPG-Stil hat. Was haltet ihr denn davon? RPG-Stil? Weiß ich gar nicht, was du meinst. Minecraft kenn ich nicht. World, glaube ich, heißt das. Ja, da kannst du wie in Herr der Ringe eine Story nachspielen und keine Ahnung. Ist das eine Mod? Nee, das soll wohl ganz neu. Das haben sie wohl auf der Minecraft-Messe vorgestellt. Ah, auf der Minecon, aha. Minecon, genau, da kam ich jetzt nicht drauf. Danke. Aber das kommt noch nicht mit 1.9, glaube ich. Nee, das wird, glaube ich, das dauert noch. Aber ich hatte ja ein bisschen Angst, wo Microsoft das übernommen hat. Aber jetzt, wo du das sagst, bin ich zuversichtlich. Na, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn du dann wirklich wie, wenn wir dann hier einloggen und wir können dann à la Herr der Ringe oder weiß der Geier hier durch die Gegend rennen und hier Storys, das hätte bestimmt was wie ein RPG. Mhm.
Ne? Also ich bin da eigentlich ziemlich... Ich bin offen für alles. Also, ich bin, er ist immer für offen für Schweinerei alles. Zu haben. Genau. So war es für jede Schweinerei. Also Mädels, ne? Jetzt wird YouTube zur Partnerbörse. Ey, hör auf, am Mittwoch im Stammtisch hat Latan mit Ivi aber auch ganz viel geschakert. Ah, ja. Komm, erzähl das. Also hätten die weiter geredet, ne? Hätte ich da FSK 18 drüber hängen müssen. Was? Oh, oh. Ja. Ach, je. Das waren Gespräche, das glaub mal. Oh, und ich hatte Kopfschmerzen, sein Mist. Ja, ihr habt echt was verpasst am Mittwoch. Ja, aber ich aber bin ja noch Migräne. Am Schneiden und Machen und Tun, da das ja so viel Material ist und mein Aufnahmeprogramm zweimal mittendrin meinte, er müsste ein paar Minuten rausschneiden, bin ich da jetzt, dauert es natürlich ein bisschen länger, bis ich den diesmal oben habe. Und es werden auch mehrere Folgen, weil das werde ich nicht in einem hochladen, weil das so lange ist. Was wollte ich jetzt hier? Ich wollte eigentlich zum Haus, was keine Lampe hat. Genau. Türen wolltest du bauen, Junge. Ja, du wolltest. Ja, ich weiß, aber ein Haus hat keine Lampe. Ach doch, da unten habe ich übersehen. Das gibt es ja gar nicht. Deine Dorfbewohner verlangen nach Türen, um ihren Gelüsten nachzugehen. Genau so sieht's aus. Da muss ich auch noch ein bisschen terraformen hier, damit ich noch mehr Häuser bauen kann. Ja. Der Keller ist fertig. Wunderschön. Ist ja ein Gedicht. Ja, herrlich. Hast du fein gemacht. Da fehlen noch die Kellerfenster, die müssen noch rein. Kellerfenster? Ja. So. Und zwar hier. Ja, das erinnert mich gerade so an die Toilettenfenster drüben in der eigenen Wohnung. Toilettenfenster? Ihr habt doch ein Fenster zur Toilette oder zum Bad gebaut. Ach, du meinst bei Matzes Haus? Ja. Irgendein Fenster, ja. Klar. Ja, kannst du, wenn jemand auf Toilette geht. Kinzi hat ja schon zugucken, ja. Kinzi hat sich ja schon, hat ja schon eingeweiht. In die Badewanne geschissen, ja. Genau. Was? Kinzi hat im Matzes Haus in die Badewanne geschissen. Na super. Solche Leute lädt sie ein. Ja, das ist ja Matzes Haus, ne? Also Matze wohnt ja mit Kinzi quasi da. Die haben sich ja. Du musst mal dein Bett, neues Bett zeigen, nachher Kinzi. Ja, ach ja, mein Bett in Matzes Haus, ja. Das aber nicht, dass es Ärger sagen. Mit Penny gibt. Mit wem? Mit El Penny. Ach so, nein, Quatsch. Nicht, dass er eifersüchtig wird, ne? Nein, Quatsch. Ja, man weiß ja nie. So, hier wird alles schön simetrisch. So, supi kleine Fenster, ist ja der Hammer. Wohl, ich mache hier jetzt nur noch größere Häuser, da kann ich nämlich 8 Türen pro Haus einbauen, ja, das ist ja super. Oh, da stehen deine nur noch größere Farmers von drauf, wenn du Türen baust. Ja, Fenster rein, ja. Warum spawnt auf dem Hof ein Skelett? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mysteriös. Ja, eigentlich. Frag mal einmal nach Schala. Ah, da sind Fackeln weggebaut. Ey, da sind sogar 2 Skelette. So, noch ein bisschen Licht verteilen, damit wir also sehen können hier. Wobei, ich bräuchte eigentlich Pfeile, ne? So. Soll ich die mal verprügeln gehen? Ich habe ja auch noch einen Bogen. Zack. Ja, nee, mache ich genauso, genau. Und dann? Immer schön symmetrisch. Ich brauche Licht. Symmetrisch. Da stehe ich drauf. Ich wollte gerade was sagen, aber dann müssten wir auch FSK machen. Nee. Nein, liebe Kinder, wir benehmen uns. Meistens. Auf jeden Fall innerhalb der Aufnahme so halbwegs. Innerhalb der Aufnahme. Bitte? Nicht. Ja. Ich hab nix was denn? So. Da muss ich so einen Style anwenden, okay. Das heißt, hier jetzt wie sieht denn Blöcke, das aus? Oder? Ja. Schön, wenn man euch so zuhört. Beim Minecraft-Spielen besonders, wenn ich was baue, da rede ich immer mit mir selber, um meine Gedanken einfach zu ordnen. Und das ist manchmal echt ein bisschen peinlich, aber ist mir egal. Das Schlimme ist, ne, wenn ich anfange, mal privat ein Spiel zu spielen, ja. Dann schnack ich auch.
Dann stehst du wirklich da und sappelst mit dir selber. Ja, ja, ja. Also, fällt dir selber ein, sagst du, was der machst du da? Was ist denn hier los? Ja. Was ist hier los? Ja, solange du nicht, wenn du alleine spielst, am Computer sitzt, hallo zusammen. No. Wenn das soweit ist, ne, oh Mann. Dann brauchst du Urlaub. Brauchst das glaube ich auch. So. Einmal nach Sri Lanka. Sri Lanka. So, 8 Türen wieder. Das heißt, 2,5 Dorfbewohner neu. Ja, das ist schön. Paaret so, und vermehret euch. Also eine Tür bedeutet ein Drittel Dorfbewohner. Das geht nicht. Ein Drittel? Ja. Also sind das jetzt schon fast ja, 2,5 doch kommt hin, ungefähr. Finde so ich ja eine interessante Bemessung. Eine Tür, ein Drittel Bewohner. Müsste ich die nehmen. So. Da kommt dann so ein kleiner Bewohner, halt ein Drittel, so ein Zwerg, ne? Ja, so ein Kind. Uah, Zombie, erschreck mich doch nicht hier so. So, nächstes Haus, weiter ja, geht's. Weg, Häuser bauen, Häuser. Oh, falsch, das ist nicht symmetrisch, das geht nicht, nein. Oh, so nicht, Freundchen. Da geht's hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und ey, Zombie-Armee hier. Hilfe! Was wollt ihr denn alle von mir? Das gefällt mir gar nicht. So, und nun Stein. Dann brauche ich wieder neue Steine. Das ist bei dir auch nicht symmetrisch. Ach du Scheiße. So, den auch noch weg. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man schon einen Golem im Dorf hat und dann aber ganz, ganz viele Dorfbewohner bekommt, ob dann noch ein neuer Golem spawnt. Oder ob die dann als Dorfgolem schon gelten. Kannst ja mal die Zuschauer fragen. Ja, gute Idee. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Wenn ihr euch mit dem Dorfbau schon beschäftigt habt. Die Dorfbewohner sind manchmal auch echt dämlich. Die springen hier immer aufs Feld und machen das ganze Feld kaputt. Echt? Vollidioten, ja. Hast du nicht im Griff, deine Leute? Nee, echt nicht. Nee, die machen, was sie wollen, ey. Das ist hier völlige Anarchie. Ach, ich wollte ja neue Steine besorgen. Ja, so. Falls sich bei mir die Leute wundern, was ich hier gerade treibe, ich mache hier die Gegend ein bisschen gleichmäßig, dass unser Zova mehr Baufläche hat. Genau, so soll das auch sein. Na, ich werde da hinten den Sand auch noch entfernen, ein bisschen kleiner machen, dass es aussieht, als hätten wir nur Strände überall. Und hier, ja, falsch, schmeiß die Fackel mal weg. Und hier hat er jetzt wirklich überall Wiese und kann schön bauen. So. Kann er sich richtig kreativ austoben. So, das kann weg, 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 das kann weg. Die Sonne geht auf. Das behalte ich nochmal. Guten Morgen. Moin. Wer kocht Kaffee? Oh, Kaffee, jetzt hätte ich auch gern Kaffee. Ja, ich habe hier noch welchen. Ich habe zurzeit immer noch ein bisschen mit dem Magen. Ja, du kriegst keinen Kaffee. Eigentlich. Ich mache mir trotzdem einen. Du kriegst einen Kräutertee. Ne, bäh. Pfefferminz? Kräutertee. Nee, geh mir weg mit Tee. Ich hatte, wo das ganz schlimm war, habe ich einen Magen- und Darmtee getrunken und das war dann aber auch gut. Ja, die kannst du, glaube ich, gut benutzen, um deinen Magen zu leeren. Nee, das war alles okay. Ging. Ich habe ja auch so Kräuter, also ganz speziellen Kräutertee nur, ne? Also ich trinke ja auch nicht jeden. Ach, so einen speziellen Kräutertee aus Holland, ne? Nee, ich habe einen, da sind nur Sachen drin, die ich auch mag. Vom Geruch genau, her. Genau, die kannst du zur Not auch rauchen. Ja, genau. Habe ich noch nicht probiert, aber du scheinst damit Erfahrung zu haben, Zova. Erzähl mal. Nee, habe ich nie. Kräutertee rauchen. Esoterische Momente mit Zova. Ey, was macht denn das Holz da? Komm her hier. Ich brauche Erde. Warum habe ich denn kein Holz mehr? Das gibt's doch gar nicht. Ja, und ich habe keine Erde mehr, siehst du? Wir haben alle unsere Probleme. Ach so. Halt, hier war Holz. Das kann weg. So. Aber wir haben ja da hinten noch ein paar Kisten. Genau. Kommt der auch bald, ist ja nicht auch bald ein neuer Mission Impossible oder ist schon im Kino, ne? Ich glaube, der läuft schon, oder? Hitman ist übrigens zu empfehlen, haben wir heute gesehen.
Ja, das Was cool. sagst du zu meinen Kellerfenstern? Sind die nicht Hammer? Warte. Ich schwimme meinen Zaun hin. Huch, das Kies. Deine Kellerfenster, wo hast du denn deine Kellerfenster? Oh, herrlich. Hast du da Glas drin oder so? Noch nicht, ne? Nö. Weiß ich nicht, kann man da Glas reinmachen? Keine Ahnung. Müsste eigentlich gehen, oder? Ich weiß es nicht. Probieren wir es mal aus. Haben wir denn Glas? Da. Probier mal. Mal schauen, vielleicht klappt das. Ja. Oh, ist cool. Also Fellerkänster. Geht nicht. Ich krieg dein Glas in die Fellerkänster. Die müssen offen bleiben. Da. Hast du ein bisschen Luft unten? Noch. Sehr gut. Passt ja kein Monster nichts durch. Strich. Auch die Was? Kleinen. Aber. Dass sie die Zäune so teuer gemacht haben. Man braucht jetzt viel, viel mehr Holz dafür. Da kommt ja nichts durch. Oder kommen die kleinen Monster da durch? So? Eigentlich nicht, ne? So. Oder stell doch in jedes Fenster eine Fackel. Dann kommt da auch nichts rein. Aber Fackel sieht, glaube ich, doof aus, ne? So, das sollte reichen. Jetzt habe ich aber ganz viele Stöcker über. Ja, kann ich nochmal Fackeln machen? Fackeln sind immer gut. Da fackel ich nicht lang. Ja, sag ich ja. Fackeln sind immer gut. So, ein bisschen Zaun auf dem Dach, weil es schön aussieht. Ich achte ja auch auf Ästhetik hier, ne? Ich habe nämlich so ein Ästhetik. Ein Ästhetik? Ein Ästhetik habe ich. Oh, wir haben alle echt einen Knall. Ja, das ist richtig. Gut, Fackeln stehen. Nächstes Haus ist fertig. Also noch ein Haus. Also schreib mir in die Kommentare, ob das hier langweilig ist. Ich denke schon. Ich werde auch offscreen noch jede Menge Häuser bauen. Und jetzt werde ich mir erstmal, damit wir ein bisschen von der Umgebung sehen, mir ein neues Pferd suchen. Tut mir leid für dich, der Ferdinand. Der Baumogul. Echt? Echt, ich bin der Immobilienhai hier. Nee, wir haben unsere eigenen Hütten. Stell dir vor, ich müsste für mein Bergwerk da Miete zahlen. Hör mal, du würdest ja leider an mir, würdest ja reich werden. Das ist eine gute Idee. Miete an mich. Wie macht man denn bitte schön einen Teppich? Wie war das denn? Zwei Wolle nebeneinander. Ah. So, Essen habe ich. Wenn man denn Wolle hätte, wäre das ja schön. Apropos, Herr Kinzipfel. What? Wenn Sie mal Fleisch brauchen. Und, yes. Wir haben so viele Eier aktuell. Dann hau mal. Oh, sehr schön, sehr schön. Dann sehr hau schön. Mal ein paar Eier kaputt und lass die groß werden und dann kannst du die. Ich glaube, ich mache mir aber auch noch mal eine Hühnerfarm. Ja, ah, ja das die ist ja im Moment Lennys abgebaut Hunde. Bei uns. Eine Schere? Weil wir. Herr von Osuyobi baut eine Eierfarm mit Werfer. Praktisch.